Servus Leon, endlich ist erschienen das neue Skyhawk Range X-Alps 3. Zusammen mit dem Input von X-Alps Athleten und mit dem Echo von den überzeugten Range X-Alps 2 Piloten bekam der begehrte Vorgänger jetzt sein Update. Das Ergebnis: ein bis zu 1,95 kg leichtes, innovatives, kompaktes Hack-and-Fly-Liegegurtzeug. Dank der Flugschule Ternberg haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir das Range 3 genau unter die Lupe nehmen. So, da ist jetzt endlich unser gutes Stück. Zu Thema Sicherheit: das Gurtzeug, das bietet klassische Einstellungsmöglichkeiten. Die Schultergurte und der Lendenbereich lassen sich mittels Schnellverschluss einstellen. Die anderen Bereiche, sowie die Sitztiefe und Sitzneigung, sowie auch die Beinsacklänge, lassen sich mittels Knotenleiter einstellen. Ja, und dadurch lässt sich das Gurtzeug an jeden Körperbau anpassen. Das neue PMR 2.0, das hauseigene Protector-System für Skywalk, ist jetzt neu mit einem Rückschlagventil ausgerüstet. Das Befüllen und Entlüften wird jetzt wirklich damit maßgeblich erleichtert. Neben der gängigen Variante, das Befüllen mittels dem Flaschenpack, gibt es jetzt auch standardmäßig ein Mundstück mit einem Feuchtigkeitsfilter, die PMR Pump, also quasi eine Luftpumpe, wo man es ganz praktisch auflassen kann. Also, beim Rettungssystem wurde jetzt auch ganz neu der Rettungsgriff an der Seite angebracht, dass durch das häufige Packen halt das Deformieren des Rettungsgriffes verhindert wird. Aber sonst ist alles gleich geblieben. Die V-Leine verläuft wie bei herkömmlichen Gurtzeugen seitlich zu den Schultern rauf. Bei den Schultergurten finden wir unser letzter Sicherheitsaspekt. Und zwar haben wir da einen Reko-Reflektor verbaut. Dieser Reflektor bietet Rettungsdiensten eine zusätzliche Chance, Verschollene zum Beispiel in Waldgebieten aufzufinden. Was hat sich bei den Sitzflächen getan? Jetzt neu ist ein geschlossener, grobporiger Schaumstoff verbaut. Das ist natürlich perfekt für die Wärmeisolation und erhöht natürlich auch den Sitzkomfort. Die Sitzfläche ist auch mit einem Powerframe umrandet. Das sind einfach Nitinolstäbchen, die was einfach dafür sorgen, dass das Gurtzeug seine Form in jeder Flugsituation beibehaltet. Das kommt natürlich auch wieder dem Flugkomfort positiv zu. In puncto Stabilität hat auch die Konstruktion sein Update bekommen. Der Drehpunkt ist leider nach innen versetzt worden. Für die Hochleistungspiloten gibt es auch zusätzlich die Möglichkeiten, beidseitig Stabilisatoren einzubauen. Das Range 3 ist auch wieder mit einem 2-Stufen-Beschleuniger ausgestattet. Und was ich gehört habe: im beschleunigten Flug soll das Gurtzeug deutlich spürbar ruhig in der Luft liegen. Fürs Gurtzeug generell wurde jetzt ein robusteres Material gewählt. Naja, und unser klassischer Beinsack hält natürlich die Kälte fern. Und durch den klassischen Strahldruckflügel liegt das Gurtzeug halt wirklich aerodynamisch in der Luft. So, kurze Werbung. Wie ihr wisst, findet ihr auf www.outpeak.com Paraglider-Merch. Und ja, mit jedem Einkauf unterstützt diesen Kanal. Es gibt da wieder neue Produkte, wie zum Beispiel diese Paraglider Fisherman Beanies. Dieses Symbol gibt es ja aus Trucker Cap oder als klassisches Snapback. Und ja, zusätzlich wird unter den Kommentaren diese Autumn Flight Leinwand verlost. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach: jetzt müsst ihr einfach nur ein ganz kleines Kommentar hinterlassen und am 14. Mai wird dann ein Gewinner unter den Kommentaren herausgepickt. Über einen Kommentar wird dann der Gewinner von mir informiert. Mehr Infos unten in der Beschreibung. Na gut, weiter geht's. Welche Taschen bietet das Gurtzeug? Also hinten haben wir eine 35 Liter Hecktasche. Unter den Beinen haben wir ein 17 Liter Staufach. Und jetzt neu mit dem Update gibt es in der Bugnase ein Staufach für leichte Gegenstände wie Packsäcke oder Kleidungsstücke. Also das finde ich persönlich jetzt richtig praktisch. In der Hecktasche direkt gibt es da eine kleine Schlaufe, da kann man Gegenstände montieren. Wir haben da eine Durchführung für ein Trinksystem und auf der Schulter haben wir da Schlaufen, wo man einen Schlauch befestigen kann. Für die Hack-and-Fly unter euch gewährt die gewohnte Stocktasche ein einfaches und sicheres Verstauen von faltbaren Wanderstöcken. Im Flug haben wir einige erreichbare Taschen. Auf der rechten Innenseite haben wir da eine Lycra-Tasche, die ist perfekt für Gegenstände, was man schnell erreichen muss. Auf der linken Außenseite ist ebenfalls eine Tasche, die ist mit einem Reißverschluss ausgestattet. Das Cockpit bietet Platz für mehrere Fluginstrumente und liegt sehr gut im Blickbereich vom Piloten. Direkt darunter befindet sich eine kleine praktische Tasche für Powerbanks oder ähnliches. Auf den Schultergurten befinden sich auch Kletterflächen mit Sicherungsschlaufen. Da lassen sich zum Beispiel auch Funkgeräte anbringen. Durch das neue Rückschlagventil lässt sich der Protector schnell entlüften. Nach einem einfachen Zusammenlegen lässt sich dann das French 3 im Inflation Pack perfekt komprimieren. Das Packmaß am Ende finde ich umschlagbar. Das Gurtzeug ist in drei Größen erhältlich,
Körpergrößen von 160 bis 200 cm sind damit abgedeckt. Das Range 3 ist nur in einem Design erhältlich, aber dieses ist Skyway-typisch wirklich sehr stylisch. Nochmals ein großes Dankeschön an die Flugschule Dernberg fürs Ausborgen und ja, ich hoffe, mit dem Video hast du einen guten Einblick ins Range 3 bekommen und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In einem zweiten Video ist geplant, dass mit Thomas in einen Praxisflug geht. Bis dorthin freue ich mich über eure Kommentare. Na gut, bis zum nächsten Video. Ciao, servus.